Hallo Leute, ich grüße euch heute am Montag, dem 28. Juni 2021 um 11.46 Uhr. Wir sind, ja, wie so häufig, auf der Rückfahrt von Gaggenau. Und in 47 Minuten auf dem Hof. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder hier einfädeln. Ja, das heißt, jetzt sind es noch 45 Minuten, die ich euch aber komplett mitnehme. Ja, dass ich jetzt erst was mit einem Video mache, wo ich ja sonst oft montags mit einem Video in Gaggenau starte, also auf der Rückfahrt, das ist mal wieder dem Hörbuch geschuldet. Ja, ich habe mir am Wochenende, ich weiß nicht, 10, 11 neue Hörbücher runtergeladen und habe jetzt ein Hörbuch von der ein oder andere von euch, weiß ich ja, hört ja hin und wieder auch schon mal Hörbücher. Also es geht hier um ein Hörbuch von Sebastian Fitzek. Also die mag ich sehr gerne. Und von dem Simon Jäger gelesen. Auch das ist einer von den Vorlesern, ja, die ich bevorzugt höre. Und der Titel Passagier 23, falls sich jemand dafür interessiert, ist nicht mehr ganz so neu, aber zumindest was jetzt Hörbuch betrifft. Also ich habe lange darauf gewartet, dass es mal jemand hochlädt. Ich hoffe, jetzt ist es auch komplett. Es sieht aber so aus. Ja, und das hat mich doch ganz ordentlich gefesselt, sodass ich erst jetzt dazu komme, ein bisschen die Kamera mitlaufen zu lassen. Ja, Wochenende sehr ruhig verlebt, wie man ja auch in dem kleinen Privatvideo sehen konnte. Hoppla! Oh, sorry. Ah, das ist, glaube ich, hier. Ah, das sind immer so kleine Niesanfälle, die man schon mal hat. Das ist eng. Ich glaube, es hängt so ein bisschen mit der Klimaanlage zusammen. Draußen haben wir 26 schwüle Grad und hier drinnen 23, ja, ganz so kühlfrisch ist es jetzt nicht mehr, aber wenn ich weiter runter gehe, ich habe das eben gehabt, also bei 21, 22 Grad ist es mir irgendwie ein bisschen fröstelig kühl. Ich habe da ja jetzt einen Moment, ihr müsst mich mal kurz entschuldigen, ich muss mir mal irgendwie die Nase durchputzen. So. Also es ist so, ich habe das jetzt da mal mitbekommen, also bei zwei Kollegen, die fahren da echt mit 19 Grad. Also bei 19 Grad, ich glaube, ich würde mir einen abfrieren. Da müsste ich mir einen Pulli anziehen. Wie ich schon mal gesagt habe, ich gehe mal so 3, 4, ja, es können auch schon mal 5 Grad sein, unter die Außentemperatur, mehr in der Regel nicht.
dann trifft einen immer der Schlag, wenn man aus dem Auto rauskommt. So, einmal schauen, ob hier die, ja, das läuft. Ihr seid dabei. Ja, herzlich willkommen auch an die neuen Abonnenten. Meine Frau hat mir das also mitgeteilt, dass wir jetzt nicht mehr bei 1110, sondern bei 1120 Abonnenten sind. Es könnte auch 19 sein, das sehe ich erst, wenn ich dann nachher zu Hause bin. Aber auf jeden Fall, da habe ich so aus Scherz gesagt, haben sich doch heute Nacht, weil ich ja um 18 Uhr schon ins Bett gegangen bin. Das heißt, gestern war es also 18:30 oder 40. Ich war irgendwie nicht so richtig müde. Und da habe ich so zu ihr gesagt, haben sich in der Zeit, wo ich schlafe, doch welche noch an Bord geschlichen. Nein, natürlich nicht. Also herzlich willkommen. Ich freue mich über jedes, über jeden, jede, die neu an Bord kommen. Ja, mit dem Gendern, da habe ich gestern auch wieder was gelesen. Also mit dem Gendern, meine Fresse. Ne? Leser-Doppelpunkt-Innen. Ne? Also mir müsste das durchgehen lassen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jemand, der absolut für Gleichberechtigung und auch Akzeptanz von Leuten ist, die noch ganz anders ticken. Aber was da so mit der Sprache geschieht, korrekt gendern, nicht korrekt gendern, das geht so ein bisschen mir am irgendwo vorbei. Ich mache es so, wie ich meine. Ich bin richtig froh, dass ich eigentlich immer diesen Begriff Leute nehme, weil der einfach alle umfasst, groß, klein, Frau, Mann, diverse, alt, jung, schittiger, Leute sind alle. Ja, ruhiges Wochenende, eigentlich ruhiger als gewollt und geplant, aber ich sage euch ganz ehrlich, irgendwie bin ich nicht 100%ig auf dem Damm gewesen am Wochenende, bin es eigentlich heute Morgen immer noch nicht. Es geht besser, aber mein Problem ist nicht irgendwie gänzlich verschwunden. Ich muss auch mal schauen. Im schlimmsten Fall muss ich noch mal zum Arzt gehen. Blöd, aber wahr. Naja, ich werde auf jeden Fall heute Nachmittag mir schon mal einen Termin für die eigentlich schon längst überfällige Blutentnahme geben lassen. Ich habe ja nächste Woche eine Woche Urlaub. Ja, möchte ich schon mal damit ankündigen. Das hat sich erst am Freitag als sicher ergeben oder war es Donnerstag? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich hatte eine Woche Urlaub im Juli geplant, aber es sollte, glaube ich, die zweite oder die dritte Woche im Juli werden. Wollte dem Chef noch die Wahl lassen, ja, weil mir war das eigentlich ziemlich egal, so nach dem Motto, was dir organisatorisch besser in den Kram passt. Aber jetzt habe ich ja am 6. Juli den Termin in der Werkstatt für unseren Zweitwagen, der ja da die sehr lauten Geräusche vom Ausrücklager her macht. Und ich sehe da einfach keine andere Chance, als dass die, auch wenn es ein saurer Apfel ist, kostenmäßig, also aufmachen und nach der Kupplung schauen. Und wenn sie dann einmal alles offen machen, dann können sie auch gleich alles neu machen da drin, damit ich Ruhe habe. Naja, auf jeden Fall habe ich meinem Chef gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn ich in der Woche also Urlaub haben könnte. Und der hat sofort zugestimmt, hat sogar gefragt, eine oder zwei Wochen. Ich sage, nee. Eine Woche, weil ich gerne zwei Wochen mir noch aufsparen möchte für den September, wo wir ja auf dem Schirm haben, zu unseren Freunden nach Norddeutschland zu fahren, um ein bisschen Salzwasserluft, also Meeresluft zu schnuppern. Ja, der Captain
Fände schon schön, wenn er mal wieder das Meer und die Schiffe sehen könnte. Obwohl, wenn man so ein bisschen die momentane Lage und die Entwicklung der Lage so verfolgt, also ich meine natürlich mit dem C-Scheiß, dann muss ich ja fast schon befürchten, oder man könnte befürchten, dass im September schon wieder die Klappe runterfällt. Ne? Im Moment, ja, ich weiß gar nicht, ob bis auf das Maskentragen in den Innenräumen, ob jetzt schon sämtliche Beschränkungen aufgehoben sind. Ich blicke da manchmal nicht durch. Ist mir aber auch egal, weil es ist nicht so wichtig für mich. Man muss halt in den Läden die Maske nach wie vor aufsetzen. Also bleibt es dabei. Es werden möglichst wenig Läden aufgesucht. Im Grunde nur einmal die Woche der Supermarkt. Und das macht ja inzwischen meine Frau wieder, die ja mittlerweile doppelt geimpft ist und dann schön mit ihrer FFP2 da durch die Gänge schlürt, obwohl ihr die Maske ja sehr zuwider ist, atmungstechnisch. Hat eh ein bisschen Probleme mit der Luft und die Maske macht es halt nicht besser. Naja, aber so ist das eben. Ja, es war interessant. Ich bin am Samstag. Nee, es war das Samstag? Samstag oder Freitag? War ich eine Kiste Getränke holen bei uns in dem ortsansässigen Getränkehandel, für den ich ja auch 2 Jahre nebenbei gefahren bin, habe ich ja schon oft erzählt. So ein Dreiachser MAN. Ich weiß nicht, ein oder zweimal auch mit dem Hänger, aber in der Regel immer nur mit dem Dreiachser. Und ich kenne die halt, die Eltern von dem Inhaber wohnen auch bei mir in der Straße und so weiter, sind also nicht direkte, aber sind Nachbarn. Auf jeden Fall. Und ich traf dann die Frau vom Inhaber und ich fragte so, na, alles okay, soweit, so gut. Ja, meinst du, läuft wieder ganz gut, hätten wir da zu tun und so. Gut, Kirmesveranstaltungen gibt es natürlich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr überhaupt irgendeine Kirmes geben wird, aber ich sag mal so, die Lokale haben wieder geöffnet und ordern wieder Getränke. Und jetzt kommt es, was die Frau dort gesagt hat, dass die Privathaushalte extrem aufdrehen. Also sie kann das ja ganz gut mitbekommen, wenn eben Privatleute zu ihr kommen und dann, ich sag mal so, wir kaufen, wenn wir da aufschlagen, wir haben immer 2 Kästen Mineralwasser, 2 Kästen Apfelschorle im Haus und vielleicht noch einen Kasten mit Bitterlemmen. Und das ist so das Standardrepertoire. So, wenn ich jetzt aber eine Party feiern würde, dann würde ich natürlich, obwohl ich selber ja gar nicht trinke, was weiß ich, ein paar Kästen Bier holen und Cola und all so Gedöns. Und an solchen Mehrkäufen oder an solchen Käufen kann sie natürlich feststellen, dass Leute Party feiern, dass was abgeht. Man sieht es ja auch in der Nachbarschaft, dass eventuell, was weiß ich, zig Autos beim Nachbar vor der Tür stehen und man sieht, aha, da wird mal wieder gefeiert. Und ja, und das scheint wohl extrem zu laufen. Man kriegt es nicht so mit, nein, eben nur dadurch, dass ich da mal gefragt habe und sie halt da so ein bisschen Einblick hat durch eben das Konsumverhalten. Und da scheint schon einiges abzugehen. Und auch so ein paar Bilder gesehen, was weiß ich, irgendwie haben die Diskotheken noch zu und was machen dann die Raver oder wie es auch immer heißen, treffen sich da auf dem, ich glaube der Wannsee ist es, in Berlin und hocken alle mit ein paar Mann in Hunderten von Gummibooten und machen dann so Party. Und gereist wird ja auch ganz ordentlich wieder. Und ja,
Und man sieht und hört ja, dass es auch an der einen oder anderen Stelle schon wieder zu vermehrten Infektionen kommt. Also ich sage es mal so, wir hoffen natürlich, dass die Lage so stabil bleibt, dass wir im September da unsere Urlaubspläne, wo es ja im Grunde nur um eine Woche wegfahren geht, dass wir die realisieren können. Aber wir sehen auch durchaus die Möglichkeit, dass einem die Suppe versalzen wird. Aber was will man anderes machen, als zu sagen, warten wir es ab. Ja, da hatte ich auch gesagt, dass ich hatte das ja am Freitag noch die Hoffnung oder auf dem Schirm, dass vielleicht eine Runde mit dem Motorrad gedreht wird. Aber ja, meine Frau, die war auch nicht so hundertprozentig auf dem Damm. Sie wollte zwar unbedingt, dass ich dann eine Solo-Runde drehe, aber wie gesagt, mir ging es jetzt auch nicht so super irgendwie. Und es ist also so, ich finde, Motorradfahren, das macht nur Spaß, wenn man fit ist halt, geistig und körperlich. Ansonsten, ich sag mal, mit so einem, ja, wenn man sich nicht so gut fühlt, dann macht man nur Fahrten, die sein müssen. Und so war es dann am Ende auch. Ist also nichts draus geworden mit dem Motorradfahren. Hab allerdings schon mal geschaut, wie das so klappen würde mit der Anbringung der Kamera. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wie gesagt, also ich habe immer noch Lust, das auszuprobieren und werde es auch machen. Und setze jetzt meine Hoffnung wieder auf das nächste Wochenende. Was wir aber gemacht haben, war das, was ich schon angekündigt hatte. Wir sind zu einem Kollegen von mir gefahren, also einem LKW-Kollegen, der so, ja, neben, der ist also so wie ich hauptberuflich LKW-Fahrer und hat aber so nebenerwerbsmäßig noch ein bisschen landwirtschaftlichen Betrieb. Und ich hatte ihn gefragt, ob er eventuell ein bisschen Stroh mir verkaufen könnte, weil wir etwas Stroh für unsere Hasen brauchen. Und da hat er gesagt, kein Problem. Und da hatten wir ja ausgemacht, dass ich am Samstagmittag eben mal kurz rumkomme. Und ja, das war insofern lustig. Ich hatte ihn vorher nach der Adresse gefragt und da hat er irgendwie was gesagt am, dass er da wohnt, am Schlossgraben oder am Schloss, ich glaube am Schlossgraben war es. Und da habe ich so aus Scherz zu ihm gesagt, sag mal, wohnst du in einem Schloss? Na? Und er so, naja, ne, also und hat mir dann ganz kurz so ein wenig Familienhistorie erzählt, also dass so irgendwie der Urgroßvater oder der Ururgroßvater, irgend sowas in der Richtung, ist wohl schon jemand etwas Vermögenderes gewesen, der aus der Schweiz irgendwie da nach Hessen gekommen ist, hat er da geheiratet und konnte sich da eine von 9 Mädels aussuchen und so. Okay, ich habe das so ein bisschen mir angehört und registriert und das war auch ganz interessant, aber ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann sind wir Samstag dahin gefahren und in diese Straße da rein am Schloss, dann sahen wir auch erst eine Kirche, alt, groß, interessant, okay. Und das Navi sagte immer, ja, ihr Ziel befindet sich auf der linken Seite. Und dann war das aber so, das war die Straße da am Schlossgraben oder wie sie auch immer hieß, also irgendwas mit Schloss, ist eine Sackgasse gewesen und endete auf einem Hof. Und auf dem Hof stand dann kein normales Bauernhaus, nein. Ich meine, es ist doch kein Schloss, aber es ist, also man kann das mindestens als Gutshaus oder herrschaftliches Haus bezeichnen. Also ein wirklich imposanter Klotz. Ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Ich denke mal dreistöckig, aber nicht dreistöckig mit Raumhöhen, wie man sie so heute von
modernen Bauten kennt. Nein, ich war zwar nicht drin, er bot es auch an, aber es war jetzt auch Essenszeit und irgendwie kriegte ich so mit, das Essen ist fertig und da wollte ich jetzt natürlich nicht auf dieses Angebot eingehen, dass er mir mal das Haus von innen zeigt. Ich habe nur so zu ihm gemeint, naja, wir kommen bestimmt noch mal rum. Und da würde mich das schon interessieren, das mal von innen zu sehen. Ich bin sicher, dass das eine ganz interessante Geschichte ist. Aber wir haben uns eben damit begnügt, es halt von außen zu sehen. Er meinte auch, wir könnten gerne mal hinterm Haus, gäbe es eine ganz tolle Baumallee, wo wir auch mal spazieren gehen könnten. Und er fragte so, habt ihr die Hunde dabei? Obwohl er sah eigentlich, dass wir den leeren Wagen mitgebracht hatten, um vernünftig Stroh laden zu können. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, also meine Hunde mitzunehmen. Ja gut, die Idee hätte noch sein können, aber das, wie gesagt, wäre ja dann ein Problem gewesen mit dem Strohladen. Aber auch so, ich sag mal so, ich fahre ja nicht zu jemandem auf den Hof und mach die Tür auf und lass da meine vier Hunde raus. Nein, da, ich gehöre schon zu denjenigen, die erstmal die Lage abchecken. Ja? Wie sind die örtlichen Gegebenheiten? Wie ist die Einstellung jetzt von ihm? Er hat also keine Hunde. Er hat wohl eine Katze da irgendwie rumlaufen und zwei Schafe. Allerdings sage ich euch, Schafe, also sowas von prall, ich wüsste nicht, dass ich, also die haben bald den Umfang von so einem Nashorn oder Nilpferd gehabt. Also die waren so, hatten keine dicke Wolle drauf und standen also so dermaßen im Futter. Aber er hat auch gemeint, die haben keine andere Funktion als, dass sie, er hat also wohl einiges am Gelände, was sehr unwegsam ist, wo man also nicht mit dem Schlepper mähen kann und da lässt er die den Mähjob also erfüllen. Also das heißt, die fressen ihm das Gras runter. Ansonsten picobello saubere ehemalige Schweinestelle und so wie ich hörte, haben die früher auch Schweine und Kühe und Rinder gehabt und was weiß ich, auch Hühner. Also er hat bis auf die Katze und zwei Schafe keinerlei Tiere mehr. Hat auch viel Land abgegeben, verpachtet, weil ihm einfach die Zeit fehlt. Und so ein bisschen macht er halt noch. Ich verstehe diese Leute auch, die machen, die geben die Landwirtschaft nicht komplett auf, weil in dem Moment gibt es überhaupt nichts mehr von der EU an Unterstützung. Und ich habe ihm natürlich gesagt, als wir dann da ankamen, dass ich doch ganz schön beeindruckt bin von dem Gebäude. Und er ließ natürlich sofort raus, dass es natürlich einerseits eine tolle Sache ist, andererseits auch eine recht belastende Sache. Das muss er mir nicht erklären. Ich meine, ein Gebäude zu besitzen, das erfordert schon Arbeit und auch die ein oder andere Investition. Und desto größer das Haus, desto mehr Kohle musst du aufbringen oder desto mehr musst du tun. Und ich sag mal, das ist eine Gebäudegröße und Höhe, das kannst du gar nicht mehr alleine regeln. Also vielleicht ist das Gebäude für ihn auch mittlerweile mehr Leid als Freud, aber es ist natürlich, ja, ein altes Familienerbe, was man nicht einfach mal eben aufgibt oder verscherbelt. Das ist natürlich ein großes Problem. Was will man als, ja, einzelner Mann? Gut, zwei Söhne wohnen da noch mit ihm, wo der eine aber auch immer weg ist. Was will man damit halt, ne?
machen. Also wenn man das jetzt, sagen wir mal, wirtschaftlich betreiben wollte, dann müsste man im Grunde irgendwie ein Business da reinbringen. Nur wohnen, dafür ist im Grunde so etwas, ja, genau genommen zu teuer, überhaupt nicht ökonomisch. Aber wie gesagt, ich kann es voll verstehen und es war total interessant. Und auch die Scheunen waren also schon relativ neu, also später gebaut, auch riesig, wahnsinnig viel Platz und natürlich, wie das bei vielen dieser Nebenbeilern, immer noch ein Haufen Schlepper und Geräte und so. Nee, schon toll. Es hätte mich auch interessiert, etwas länger da zu verweilen, vielleicht mich auch länger mit ihm zu unterhalten, aber der Mann hat immer einen Arsch voll Arbeit, wenig Zeit, ist dadurch ganz schön in Hektik und so. Und ich meine, ich will ihm da nicht die Zeit stehlen. Ich war froh, dass wir von ihm... Er wollte erst gar nichts haben fürs Stroh, aber ich habe ihm klipp und klar gesagt, das möchte ich nicht. Ich bin ja froh, dass er mir etwas verkauft. Ja, ich möchte das gar nicht geschenkt haben. Und ja, er fing dann an... Ja, gibt's mir einen Euro für so einen Ballen, aber es ist so, wir haben letztes Jahr, glaube ich, Stroh, ja, in einem Ortsteil von unserem Dorf gekauft. Und da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, die haben 1,50 € oder sogar 2 € für einen kleinen HD-Ballen genommen, wo ich mich gefragt habe, sag mal, wie haben sie das Mini-Ding eigentlich gepresst, ne? Weil das war kein normal großer HD-Ball, das war vielleicht die Hälfte davon. Also das war schon so ein bisschen, ja, Beschiss. Aber wir brauchten es in dem Moment, man will ja auch nicht, wer weiß wie fahren, und wir brauchen auch keine Riesenmengen. Wir kriegen so 8 Dinger, vielleicht von so Mini-Dingern auch mal 10 in den Wagen und das war's dann. Also habe ich Zähne knirschen, den Preis bezahlt, das gekauft, war aber eben, wie gesagt, jetzt froh. Er hat mir dann, glaube ich, 6 Ballen gegeben und noch so einen Ballen. Ja, Heu, was aber nicht zum Verfüttern da ist, was man auch nur als Einstreu nehmen kann. Und ich habe ihm dann 10 Euro dafür gegeben. Das fand ich also angemessener. Und wie gesagt, war ganz nett. Auch meine Frau fand das da ganz neckisch. Und wir haben schon gesagt, wenn wir das nächste Mal hinfahren und nicht so die Ladekapazität vom Wagen brauchen oder vielleicht mal, das ist so auf der halben Strecke zur Firma irgendwie, wenn wir vielleicht da mal zum LKW müssen und so, dann würde ich da durchaus schon noch mal vorbeifahren, um mir das da noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Nee, das war schon nett. Ja, dann später zu Hause. Ich glaube, ich habe das sogar schon in einem kleinen Privatvideo erzählt. Aber das gucken sich ja nur ganz wenige an. Ich hätte gesagt, guckt sich nur meine Schwester an. Nein, das stimmt natürlich nicht. Nein, aber da habe ich ja schon erwähnt, wir haben da leider Pech gehabt. Wir hatten ja 2 Würfe bei den Hasen. Einen Wurf mit 2 Stück. Und ein Wurf mit 6. Das sind, wo ja auch die 3 Weißen bei sind, die Albinos mit den roten Augen. Und bei dem 2er-Wurf, also die schon deutlich älter waren, da ist leider der Pechschwarze, der Größere, gestorben. Woran und wieso kann man nicht so sagen. Ich habe, also ich muss sagen, wir haben eigentlich die ganzen Jahre, die wir schon mit Hasen rummachen, immer Glück gehabt, dass wir noch nie so Geschichten hatten wie manch anderer, der Karnickelzucht betreibt. Also so Krankheiten, die einem den ganzen Wurf dahin raffen oder den ganzen Bestand. Also sowas haben wir. Toi, 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 da muss ich mir direkt mal an die Holzbirne klopfen. Sowas haben wir bisher nicht gehabt, aber ja,
so wie man das Leben, also die Geburt da hat, so hat man auch durchaus immer mal wieder auch den Tod. Also wir haben das schon mal gehabt in einem sehr heißen Sommer, dass eine Häsin direkt mehr oder weniger nach der Geburt die Frischgeborenen alle rausgeschmissen hat aus der aus dem Nest halt, oder es kommt auch schon mal vor, dass ihre eigenen frischgeborenen Jungtiere anfressen, ankauen, ach, alles Mögliche, oder eben mal so ein ganz schwächlicher dabei ist, der dann ziemlich früh stirbt, oder man hat 6 Stück und 2 sterben dann noch, bevor die überhaupt die Augen richtig offen haben. So Dinge kommen natürlich vor. Wie gesagt, es ist meistens haben wir immer nur Einzelne gehabt, und in diesem Fall war es eben. Ich habe auch schon mal den Fall gehabt, da war es dann klar, die hatten so richtig fett aufgeblähten Leib, ganz stramm der Bauch. Das war dann diese, ja, ich weiß gar nicht, ob sich das Trommelkrankheit nennt oder so. Auf jeden Fall ist das so ein Problem, das tritt schon mal auf. Wir achten eigentlich immer darauf. Also wir füttern nie nasses Gras oder so, Scherz. Also es ist aus irgendwelchen Gründen dann schon mal bei dem Tier vielleicht zur Gärung gekommen oder so. Man kann es nicht sagen, auf jeden Fall. Das hatte dieser Hase jetzt aber nicht. Den fand ich also relativ normal. Ich habe den natürlich nicht seziert. Also ich habe ihn jetzt nicht aufgemacht, um da reinzugucken, um jetzt zu sehen, ob da innen drin irgendwas nicht richtig ist. Ja, sagen wir mal so, ich kann mich erinnern, ich habe auch schon mal einen Hasen geöffnet, der so verstorben ist. War schon ein größeres Tier, eigentlich schon voll ausgewachsen. Und da musste ich dann feststellen, dass der ja sowas wie, also eventuell so eine Art Blasenverschluss hatte. Also da war die Blase riesig voll prall gefüllt, ganz anormal. Und da habe ich dann darauf getippt, dass das eventuell der Grund war. Wie gesagt, man steckt nicht drin. Ich bin auch ehrlich, mit diesen Tieren gehen wir nicht zum Tierarzt. Bei uns läuft auch nichts mit Impfung. Und ich weiß von einem Freund aus NRW, wo der Vater auch noch ein bisschen mit Hasen macht und er ist auch so ein bisschen mit involviert. Die haben letztens, das heißt, die lassen immer impfen, da geht das aber über den Verein und dann ist das irgendwie ganz günstig. Da kostet das dann, ich sag mal, 2 Euro für so einen Hasen. Aber da irgendwie der Verein wegen Corona und so nicht am Start war und der Vater aber Schiss hatte, da hat er die Hasen oder die Kanickel dann, Kaninchen dann beim Tierarzt impfen lassen, hat das mal eben pro Tier 10 Euro gekostet oder so. Sorry Leute, aber das steht in absolut keinem Verhältnis. Da muss man wirklich doch mal ein bisschen schauen. Ich bekomme, ja gut, mittlerweile nehmen wir, glaube ich, da war auch gerade ein Greifer am Rande. Man bekommt vielleicht so 11 Euro, also früher haben wir 10, jetzt, ich glaube, seit letztem Jahr nehmen wir einfach 11 Euro fürs Kilo. Also sprich zwischen, ich sag mal grob zwischen 20 und 25 Euro bekomme ich für einen ausgeschlachteten, abgezogenen Hasen, also an dem ich noch einiges an Arbeit habe. Und deswegen gehe ich nicht hin und lasse den für 10 Euro impfen. Also das ist Quatsch. Ich mache ja auch nichts mit Ausstellung und dergleichen und auch nichts mit spezieller Rasse. Wir ja, kaufen hin und wieder mal frisches Blut zu und ja, mal eben Kollegen grüßen. Ja, blauer Scania von uns. Ah ja, heute Morgen schon eine Begegnung mit dem blauen Scania, aber ich glaube, das war einer, der mich nicht leiden kann oder der geschlafen hat. Er hat auf jeden Fall nicht zurückgegrüßt. Naja.
Und nee, das machen wir nicht. Ich habe schon mal gesagt, also bei den Hasen, den Hühnern, da geht nichts zum Tierarzt. Da kostet der Händedruck vom Tierarzt. Und ich habe eigentlich einen Tierarzt, der wirklich sehr human mit den Preisen ist. Also ich kann da überhaupt nicht meckern. Im Gegenteil. Ich gehe da jetzt seit bald 20 Jahren hin und bin sehr, sehr zufrieden mit allem. Und ja, aber wie gesagt, da, ich würde vielleicht mal anrufen, mal fragen oder so beim Tippeter oder was, aber ansonsten mache ich das immer so, wenn ich sehe, dass da ein Tier schwer kränkelt und vielleicht auch leidet, dann bin ich da ehrlich, mache ich kurz Prozess. Und wenn es sich um Krankheit handelt, dann wird auch das Tier ohne jegliche Verwertung entsorgt. Wenn ein Tier eine Verletzung hat, ich sage jetzt mal als Beispiel, kommt aber auch so gut wie nie vor, gebrochenes Bein, gebrochener Flügel oder dergleichen, dann ja, steht ja durchaus noch eine Verwertung an. Das Minimum wäre Abrupfen, Schnellkochtopf und dann ja für die Hunde so als kleines Extra zum normalen Trockenfutter. Oder wenn es gut im Fleisch steht, haben wir auch schon mal von so einem Tier dann so irgendwas so gemacht mit Reis und geschnetzeltem Hühnerfleisch. Ja, aber so ist das halt mit der Tierhaltung. Da hat man auch immer mal wieder sogenannte kleine Tiefschläge und Verluste. Das gehört dazu. Es ist auch ein Huhn, das hatte ich glaube ich auch in dem Video gezeigt. Also das sieht mir auch schon nicht mehr nach normaler Mauser aus. Das ist richtig schlecht drauf so. Ich meine, ich kann jetzt noch nicht feststellen, also ich gehe schon mal hin und schau schon mal nach, wenn wir wissen, dass so ein Huhn so schlecht drauf ist, dann schauen wir schon öfter mal nach diesem Tier. Aber solange es sich noch bewegt, rein, raus geht und so, und meine Frau sagte auch heute Morgen im Telefongespräch, ah, es hat jetzt auf der Stange gesessen und so, das heißt also, es bewegt sich noch durchs Gelände, solange lassen wir das leben. Dann manchmal sterben die Tiere dann von allein. Wenn ich natürlich sehe, es liegt im Sterben, gehe ich auch schon mal hin und beschleunige den Prozess. Bevor es, sagen wir mal, in irgendeiner Ecke stirbt und dann vielleicht noch, ja, doch nicht sofort gesehen wird. Ich meine, wir haben schon ein gutes Auge und bei uns gibt es das also nicht, dass da irgendwie so eine Hühnerleiche ewig lange da herumliegt, ne, dass die anderen sich schon dran vergehen oder irgend sowas. Nein, das nicht, aber wie gesagt, bevor wir dann, weil die Tiere sich dann oft auch sehr zurückziehen in irgendeine Ecke, wo man sie dann quasi nicht mehr wiederfindet, dann beschleunigen wir eben den Vorgang. Na, 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 na. Was ist denn los hier? Lass doch mal laufen, Junge. Ja, er hatte aber auch Platz vor sich. Er hätte mal ruhig laufen lassen können, ey. Aber manche... Och, na ja, ist ja gut, komm. Er hat aber jetzt gedreht wegen dem Retarder. Ah, na, ist doch gut. Mano, brauchst du gar nicht so viel bremsen. Mein, das ist alles, ich hätte es gesagt, im grünen Bereich. Es war natürlich im gelben Bereich. Aber das ist für den Retarder ja völlig in Ordnung. Ne? Der Retarder braucht Drehzahl für gute Bremsleistung. Also das nervt mich auch. Jetzt geht hier die ganze, nicht die ganze Zeit, aber unheimlich häufig an, rücklich gestört. Ja, gucke ich rein, hinten, wo die Fehler abgelegt werden, ist nichts. Es ist entweder wieder ein Fadenlose in der Birne oder am Wackelkontakt. Das ist einfach, also mit der Elektronik, das ist schon manchmal nervig. Und da sage ich euch, das wird so ab 600.000 immer mehr. Motormäßig
Der Motor, der macht auch 1 Million. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Aber der ganze Kleinscheiß drumherum, da treten dann immer wieder Fehler auf. Wir werden auch diese Woche gemeinsam, ich denke mal, ja, ob es natürlich, wenn es natürlich jetzt auf den Dienstag oder den Donnerstag fällt, aber ich sag mal so, wir werden diese Woche die 600.000 Kilometer knacken hier mit dem Auto. Er will doch unbedingt jetzt immer zurück. Ja, jetzt auf einmal macht er einen 12. Was das jetzt sollte, weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich nämlich langsam schon wieder runterbremsen, sonst fahre ich zu lange drüber und dann sagt er wieder hier Geschwindigkeit so. Na komm, er macht's. So, und jetzt wieder. Ja, es hat mir eigentlich auch irgendwo so die Lust gefehlt, um jetzt mal so ein Privatvideo so. Ich muss auch sagen, das ist auch nichts Besonderes gewesen. Ich habe da einfach so paar Mal die Kamera eben am Sonntag angehabt. Ich glaube, ich habe es auch am Freitag, Samstag mal angehabt, aber es hat mir alles nicht so gefallen. Es ist eben so, wenn man nicht so ganz so auf 100% ist, dann ist man auch ein bisschen lustlos. Naja, am Ende habe ich ganz schnell und kurz vorm ins Bett gehen im Grunde da noch was zurechtgeschnibbelt und habe gedacht, okay, der eine oder andere interessiert sich ja doch dafür und habe es einfach mal online gestellt. Ja, 12:33, also ganz normal. Obwohl ich eigentlich vorhatte, diese Woche immer, wollte ich eigentlich versuchen, immer relativ früh zu sein, denn es lohnt sich. Denn mein Standardstaplerfahrer in Gaggenau ist jetzt 4 Wochen in Urlaub, wird vertreten durch einen jungen Kollegen, der wahrscheinlich oder möglicherweise, sagen wir mal möglicherweise, ab Februar nächsten Jahres, wenn da der aktuelle Staplerfahrer in Rente geht, die Sache übernehmen, macht ja jetzt schon immer Vertretung, wenn der andere im Urlaub ist und so. Und ja, der ist 4 Wochen jetzt da und der fängt früher an als mein Standardstaplerfahrer. Sag mal, was ist denn mit dir jetzt los? Ey, geht es noch oder was? Fährt der Klon hier nur noch 70? Na, jetzt fährt er wieder ein bisschen schneller. Also das sind ja auch Faser. Ich meine, gut, vielleicht ist er mir überlegen, ob er hier auf den Rastplatz fährt. Ansonsten verstehe ich das nicht, was das hier soll. Fährt er raus? Nein, fährt er nicht. Das ist einfach irgendwie Blödsinn. Dass der bergab plötzlich nur noch 70 fährt. Ey, was ist das für eine Fahrerei? Heute soll es ja sehr schwül werden, noch wärmer, also wärmer mit 26. Gut, bei uns wird es wohl nicht drüber gehen, aber eben sehr schwül, vielleicht auch später Gewitter und so. Und dann ja, wird sich sehr wahrscheinlich im Laufe der Woche die Temperatur wieder etwas normalisieren. Gut, das ist ja immer sehr subjektives Empfinden, aber meine Frau und ich finden so Temperaturen 20 bis maximal 25 Grad, also gut. Mehr als 25 muss es von uns aus nie werden.
Das ist ja. Nee. Er sagt immer Ereignisse null. Also ist es irgendwie. Ach, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal aufschrauben. Ja, mal schauen. Wenn ich jetzt diese Woche wirklich mal früh runterkomme. Vielleicht auch Verdacht einfach mal die Birnen austauschen. Ich weiß gar nicht. Ich meine, diejenigen, die schon länger mitfahren, wissen ja um diesen Effekt, dass es viele gibt, die hier fälschlicherweise runterfahren und dann entweder hier drehen, was natürlich sehr, sehr gefährlich ist, oder halt hier weiterfahren und bei uns vor der Firma dann immer drehen, oder der eine oder andere erlaubt es sich, obwohl es eigentlich nicht gestattet ist, bei uns auf den Hof zu fahren und da zu drehen. Und schon lange haben die Kollegen und ja, alles klar, die Kollegen und ich uns gefragt, warum? Warum fahren die alle falsch ab? Weil das ist also, das geht manchmal Schlag auf Schlag. Und jetzt, letztens, wir haben noch mal ganz genau überlegt und haben also herausgefunden, woran es liegen kann. Und zwar ist das so, wenn man aus dem Norden kommt, die 7, dann ist es so, dass sich ja am Kirchheimer Dreieck die Autobahn aufteilt, einmal die 5 Richtung Frankfurt und einmal die 7 Richtung Würzburg. Aber für die 5 gibt es 3 Spuren, und zwar eine für LKWs, da geht es nämlich an der Brücke vorbei, die nicht mehr benutzt werden darf. Und genau dazwischen ist dann die von der 7. Und da scheinen wohl die, die immer überholen, dann nicht mehr rüber zu kommen. So, ich muss aber jetzt schnell sagen, bleibt gesund und macht schön gut, denn wir sind da.